Wenn nicht, darf ich direkt überschwenken zu Oliver Wölfert. Entschuldigung. Er ist im Wahlkreis 10, das ist Chemnitz 2. Sie sehen es hier auf der Karte, alles das, was grün ist. Er ist Triebwagenführer in der Gewerkschaft und alles Weitere, Oliver, das sagst du persönlich. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Wie Bernhard Sünder schon sagte, mein Name ist Oliver Wölfert. Ich bin im Mai 1983 hier in Karl-Marx-Stadt geboren und lebe im Grunde nun seit 40 Jahren schon hier in dieser Stadt. Einen kurzen Ausschluss hatte ich dann mal für 6 Monate in Dessau und habe dann aber festgestellt, es ist nicht Chemnitz und bin wieder zurückgekommen. 2000 habe ich meinen Abschluss an der Realschule gemacht, hier in Chemnitz, Schloss Mittelschule. Bin danach unmittelbar übergegangen in die Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel in einem großen deutschen Möbelunternehmen hier in Chemnitz. Unmittelbar daran an den Anschluss habe ich dann meinen Zivildienst abgeleistet in der Stadt Chemnitz beim Grünflächenamt. Dann kam der kleine Ausflug nach Dessau für 6 Monate, wonach ich mich dann entschieden habe, wieder zurück nach Chemnitz zu gehen. Die Heimat hat immer gerufen. Von 2005 bis 2006 habe ich mich dann noch entschieden, aufgrund, wie nennt man es, Langeweile oder nicht arbeitslos sein, dafür entschieden, die Fachhochschulreife abzulegen in Marienberg, habe das dann erfolgreich absolviert in dem Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Danach ist es leider doch etwas trocken gewesen, habe dann eine arbeitslose Phase gehabt, habe aber weiterhin als Minijobber mich rumgeschlagen in meinem alten Ausbildungsbetrieb als Lageraushilfe, wo mir dann 2007 die Möglichkeit geboten wurde, als Schwangerschaftsvertretung wieder zurückzukehren in den Verkauf. Das hat dann auch gut geklappt, immerhin bis zum 31.12.2016. Dann war aufgrund verschiedener Gegebenheiten mit der Geschäftsführung dann ein Wechsel der Arbeitstätigkeit von meiner Warte aus und habe mich dann entschieden, die Branche komplett zu wechseln und habe dann eine Ausbildung zum Kundenbetreuer im Nahverkehr gemacht, hier in einem Chemnitzer Nahverkehrsunternehmen. Und nach 2 Jahren wurde intern eine Abfrage gestellt, welcher Mitarbeiter denn Interesse hätte, eine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer zu absolvieren. Gesagt, getan. Am 01.01.2019 habe ich mich dann entschieden, innerhalb der Firma eine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer zu absolvieren. Das Ganze hat 9 Monate gedauert und wurde dann am 25.09.2019 erfolgreich abgeschlossen. Und seitdem bringe ich Sie jeden Tag, wenn Sie denn wollen, von Chemnitz nach Dresden, nach Elsterweiler, nach Hof, wo Sie gerne hin möchten, quer durch Sachsen. Im letzten Jahr 2023, Dezember, gab es dann noch für mich eine sehr erfreuliche Sache. Da ist dann meine kleine Tochter auf die Welt gekommen. Meine Ziele für die Landtagswahl 2024. Ich habe mich da ein bisschen stark beschränkt und habe mir gesagt, ich setze mir lieber kleine Ziele und habe dann das Ganze festgemacht für mich persönlich an 3 Punkten. Zum einen die Bildung und Familie, ganz klar. Dann als Triebfahrzeugführer ist natürlich für mich hochinteressant und das auch einfach aus dem Grund, dass ich glaube, da eine gewisse Fachkompetenz auch mitzubringen, der Nahverkehr und der Schienenpersonennahverkehr. Denn hier gibt es doch starke Baustellen, was das Ganze angeht. Und der 3. Punkt, ganz klar, die Stärkung des Mittelstands und des Handwerks. Das ist die Basis für Wirtschaftlichkeit in Sachsen, in Deutschland. Und dort müssen einfach Verbesserungen herkommen. Wie ich mir das vorstelle in etwa, Bildung und Familie. Ich sehe es bei der großen Tochter meiner Lebensgefährtin. Gymnasialschülerin, 6. Klasse. Mama, ich muss morgen 2 Stunden später anfangen. Mama, übermorgen haben wir 3 Stunden Ausfall, du kannst mich eher abholen. So zieht sich das durch. Wir haben gestern einen Praktikanten bei uns gehabt, 7. Klässler aus dem Landkreis Neumark, aus der Stadt Neumark, Landkreis Neumark. Der hat uns auch mal so ein bisschen was erzählt über seine Praktikumszeit und hat eben auch erklärt, ja, ach, da haben wir dort Ausfall, da haben wir da Ausfall, da haben wir hier Ausfall. Das ist natürlich schon ein bisschen schockierend, wenn doch die Bildung die wichtigste Ressource für unsere Kinder ist. Wenn wir keine Bildung vermitteln können, wenn wir die Schüler nicht informieren können, lernen können, wie soll es denn dann weiter aussehen? Wo kommt denn dann der Wunsch für einen Beruf hin, dass die dann auch wissen, was sie wollen? Wie man sich das vorstellen könnte, um das vielleicht zu beheben? Zum einen haben wir das Problem, Gymnasialschüler kriegen eine Bildungsempfehlung in der 4., 3., 4. Klasse und sind in der Regel ab der 5. Klasse dann weg. Diese Schüler sind meistens die Leistungsträger einer Klasse. Ich habe das selbst erlebt, als ich Grundschüler war. Die guten Schüler waren dann schlagartig weg. An denen man sich irgendwo immer orientiert hat und gesagt hat, Mensch,
die hat eine 2 geschrieben in der Arbeit, ich habe bloß eine 4 oder eine 3. Das war alles weg. Man hat sich da nicht mal so stark orientiert. Man hat dann geguckt, ob man in der 9. Klasse vielleicht doch einen neuen Leistungsträger da hat. Daher wäre meine persönliche Idee, warum nicht die Schüler bis zur 8. Klasse zusammenzulassen. Dort wird Leistung konzentriert, die Schüler sind eine größere Gemeinschaft, ein viel größerer Zusammenhalt in der ganzen Geschichte da. Und ab der 8. Klasse kann man dann immer noch überlegen. Dann sind die Schüler reifer im Kopf, um zu sagen, okay, ich traue mir das zu, ins Gymnasium zu gehen. Oder sie sagen vielleicht, ich ziehe lieber die 10. Klasse durch und kann danach immer noch entscheiden, okay, Abitur für mich, mache ich. Oder sie sagen, nee, wird nichts, ich gehe in den Beruf, ich suche eine Ausbildung. Wie man eventuell Ausfallstunden kompensieren kann. Bei uns im Betrieb ist es so, dass wir verschiedene Studenten haben, die in der Form einer Werkstudentenschaft angestellt sind und in verschiedenen Fachbereichen entsprechend mitarbeiten und aushelfen. Daher wäre meine Idee, warum bietet man das nicht Studenten an im Bereich Physik, Germanistik, Biologie, Chemie. Man muss denen ja nicht komplexe Sachen aufgeben, um den Schülern das beizubringen, aber zumindest die Möglichkeit, dass ein Germanistikstudent sicherlich auch mal einen Deutschunterricht unterstützend begleiten kann, dass Schüler im Rahmen von Ausfallstunden oder Vertretungsstunden nicht da sitzen, 30 Minuten lang im Zimmer, kein Lehrer da, Arbeitsblatt, arbeitet das mal durch. Der Germanistikstudent könnte sicherlich die ein oder andere Deutschaufgabe gemeinschaftlich bearbeiten, sodass die Schüler weiter im Stoff vorankommen. Daher wäre das doch sicherlich eine gute Idee. Und man sollte vielleicht noch darauf achten, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht in geschlossenen Klassen für sich sind. 27 Schüler, alle verschiedener Herkunft. Die Integration für die Kinder ist wesentlich schwieriger. Deutsch zu lernen ist wesentlich schwieriger. Andere Fächer wird alles schwieriger. Ich glaube, dort ist es besser zu sagen, man setzt pro Klasse vielleicht maximal 3 Kinder mit einem migrativen Hintergrund zusammen. Die fühlen sich doch dann animiert zu sagen, hey, ich will verstehen, was die da sagen. Sie erfahren sicherlich auch mehr Unterstützung durch ihre Klassenkameraden in dem Moment, als wenn da verschiedenste Mentalitäten aufeinandertreffen und vielleicht jeder einfach nur macht, was er machen möchte. Das ist aber nur eine Vermutung, das kann man natürlich nur am Ende durch ein Umsetzen erfahren, ob es besser wird. Der zweite Punkt für mich, die Stärkung ÖPNV, SPNV. Ich möchte es Ihnen kurz erklären als Triebfahrzeugführer. Es gibt einen sogenannten Blockabstand von einem Signal zum nächsten Signal. In diesem Bereich, egal wie groß er ist, egal wie lang er ist, ob das zum Beispiel 14 Kilometer sind zwischen Mittweida und Waldheim oder ob das nur 11 Kilometer sind zwischen Chemnitz und Mittweida, in diesem Streckenbereich darf kein anderer Zug einfahren. Die großen Rufe danach, wir müssen mehr Verkehr auf die Schiene bringen, das ist schön möglich, aber wir müssen die Grundvoraussetzungen dafür schaffen. Die sehen aus, dass wir solche Abstände zum Beispiel verkleinern, dass wir Ausweichbahnhöfe oder auch Überholbahnhöfe erstellen. Der eine oder andere, der von Ihnen sicherlich Zug fährt, das gelegentlich nutzt als Ausflugsgelegenheit ins Gebirge, sei es nach Dresden zum Shoppen, wird sicherlich geprägt und geplagt sein von verschiedensten Störungen und Verspätungen. Liebe Fahrgäste, ich muss Ihnen mitteilen, wir haben heute eine Verspätung von 45 Minuten aufgrund verschiedenste Informationen, die Sie dann bekommen, die Sie nicht nachvollziehen können, die einfach infrastrukturell bedingt sind. Die Freien Wähler haben einen guten Vorschlag, Oberzentren wie Plauen, Bautzen anzuschließen im Rahmen des Chemnitzer Modells, im Vergleich zum Chemnitzer Modell. Das sind gute Ansätze auf jeden Fall, aber auf den großen Strecken muss definitiv mehr gemacht werden. Und hier muss auch das Land etwas mehr herangehen, indem es, und das wäre auch eine weitere Idee von mir, sich nicht mehr den Luxus von 5 Verkehrsverbünden gönnt. Wir sind das einzigste Bundesland in ganz Deutschland, das sich diesen teuren Luxus von 5 Verkehrsverbünden gönnt. Das macht kein anderes Bundesland. Da sind es vielleicht mal 2, wenn überhaupt. Eine gute Möglichkeit wäre, sich hier einfach mal über die Landesgrenze hinaus anzuschauen, wie machen die es denn? Wie macht man es in Bayern? Da gibt es einen großen zuständigen Träger, der das organisiert. Man kann nach Sachsen-Anhalt schauen, gibt es auch einen großen Träger, der das Ganze organisiert. Da gibt es einen zentralen Punkt und nicht 5 verschiedene Meinungen. Es gibt ja diesen schönen Satz, unterhalten sich, entschuldigt bitte, 3 Rechtsanwälte, kommen dabei 5 Meinungen raus. Ist am Ende hier bei 5 Verkehrsverbünden das Gleiche. Jeder will sein eigenes Süppchen kochen, jeder will sehen, dass sein Verbund nahe kommt und am Ende sind sie doch eigentlich nur dem Fahrgast unterworfen. Der Fahrgast möchte so einfach
so unkompliziert wie möglich. Und ob das jetzt vielleicht geprägt durch mich nur im Schienenpersonenverkehr ist oder auch im Nahverkehr, Bus, Straßenbahn. Er möchte einfach einsteigen, irgendwo hinfahren können, ohne zu überlegen, muss ich jetzt hier noch was kaufen, brauche ich da noch was. Das muss deutlich vereinfacht werden. Und das können wir sicherlich über, nennen wir es doch einfach mal, die Sächsische Eisenbahngesellschaft, SEG. So nennt man es einfach mal und fertig. Und die kümmert sich um den zentralen Nahverkehr in ganz Sachsen. Ja, dann gab es viele große Reden. Deutschlandtakt wurde ja nun verschoben auf 2070. Ist ein Ziel. Hat man den Vorteil, dass man sagen kann, wenn man eher fertig ist, ist man halt eher fertig und man hat was Gutes geschafft. Hier wäre jetzt die Idee von meiner Warte, das kann Sachsen sicherlich besser. Warum sollte man nicht einfach versuchen, einen Sachsentakt zu integrieren, indem man hier den Nahverkehr besser macht? Der Fahrgast steigt aus, der Fahrgast braucht bloß 5 Meter laufen, ist zum nächsten Verkehrsmittel und kommt problemlos weiter. Ohne groß Anschlüsse 45 Minuten, Anschlüsse 25 Minuten sich am Bahnhof zu verdingen. Eine Idee, die sicherlich anstrebbar wäre, wenn ich gewählt werde. Meine Intention, warum ich gesagt habe, ich gehe in die Politik und ich lasse mich aufstellen für die Landtagswahl, die ist 4 Monate alt, meine Tochter, und ich möchte ganz einfach, dass sie in der Zukunft besser, ein besseres Sachsen vorfindet. Das ist mein Ziel und dem bin ich unterworfen und verantworte mich dafür. Danke.